Wir sind hier in so einem Marina-Ding und wir haben da oben was gegessen und wollten eigentlich nur ein Bier trinken und dann haben wir Flossen im Wasser gesehen. Und dann waren wir runter und hier sind ganz viele Haie im Hafen. Und da waren wir schon total aufgeregt. Und dieser Mann, der da in dem Boot sitzt, der hat gesagt, wir sollen eine halbe Stunde warten, dann kommen die Fischerboote zurück. Und wenn die Fische säubern, dann sieht man die Haie in Action. Und da konnten wir natürlich nicht widerstehen und mussten warten. Jetzt sind wir ganz aufgeregt, was jetzt passieren wird. Das war nur das Intro zu meiner dritten Motorradreise. Mein Name ist Ruti und heute geht's nach Chile. Abflugtag auf Long Island. Das ist auch wieder eine witzige Geschichte, denn wir haben den Flug um 15 Uhr. Und auf Long Island gibt es ganz im Norden einen Flughafen und in der Mitte. Und wir haben von der Mitte ausgebucht. Um 11.30 Uhr habe ich eine Mail bekommen, dass wir bitte um 12 Uhr am Flughafen sein sollen, weil wir dann sofort einen Flug haben, einen anderen Flug. Waren dann so, weiß ich nicht, 20 nach 12 da und dann so, ja, wir haben schon auf euch gewartet. Ihr habt jetzt einen Flug von dem Flughafen ganz im Norden. Sind wir jetzt hier hochgefahren worden mit dem Taxi und das hier ist der Flughafen hinter mir. Und das Flugzeug hat Nassau noch nicht verlassen. Jetzt sind wir in Nassau und das ist eine Bushaltestelle. Und wir warten hier auf den Bus. Da kommt zum Beispiel einer. Aber wir wollen Nummer 12, nicht Nummer 10. No, thank you. Und solange wir warten, kann ich mal ein bisschen von der Anreise erzählen. Denn in dem Flughafen in Long Island, da saß eben so ein Einheimischer. Und wir haben uns so ein bisschen dann unterhalten. Das war ganz interessant, weil auf Long Island war das so, es gab halt riesen Schulen und voll viele Bars und Restaurants mit 50 Plätzen und Shops. Aber da war nie jemand. Das war wie eine Geisterstadt. Auch bei uns an dem, wo wir gewohnt haben. Wir waren, am Anfang war noch ein anderes Pärchen da und die sind nach 2 Tagen abgereist. Und dann waren wir die ganze Zeit da alleine. Das war super geil halt, weil wir Garten, Strand, alles für uns alleine hatten. Und da war aber so eine Bar, wo auch mehrere Plätze waren und das war alles noch angeschlossen. Da hingen noch die iPhone-Kabel und so rum. Und aber ja, man sieht an dem iPhone-Stecker, das war noch der breite Stecker, dass das bestimmt schon 10 Jahre oder so verlassen war. Wir haben uns gedacht, ey, es ist wie
als wäre ein Meteoriteneinschlag gekommen und die Leute hätten fluchtartig diese Insel verlassen. Und immer wenn wir die Leute gefragt haben, haben die gesagt, nee, es ist total voll. Hier ist es einfach so. Und das war halt irgendwie unglaubwürdig. Jedenfalls hat er an dem Flughafen dann erzählt, dass es auf dieser Insel quasi keine jungen Leute gibt, weil die nach der Schule entweder nach Nassau gehen oder nach Kanada, weil Kanada die Leute irgendwie da studieren lässt und eben dann kriegst du auch Arbeitserlaubnis und die meisten bleiben da. Es gibt eben auf Long Island oder auf diesen ganzen Inseln keine Jobs oder auf den Bahamas halt das allgemeine Problem. Es gibt keine Jobs, außer in Nassau. Und deswegen verlassen die Leute die Inseln und es leben nur noch die Alten da. Und es gibt keine Kinder, weil die Leute, die den Nachwuchs haben, die wohnen eben nicht mehr auf den Bahamas. Das war das erste Mal, dass wir dann wirklich mal so einen Einblick hatten. Ah, so läuft es. Und deswegen sind die Schulen auch so Geisterschulen und so. Ja, an den Stränden ist es natürlich mega geil, wenn du halt die Traumstrände, da würden die bei uns Handtuch an Handtuch liegen, hast du halt für dich ganz alleine. Wenn da eine andere Person ist, dann sagst du schon so, oh, nervt. Naja, irgendwann kam dann jedenfalls die Maschine und es war wieder so wie so Flamingo Air. Diesmal mit Flamingos hinten drauf, keine schwimmenden Schweine. Und wieder 12 Plätze, aber wir waren nur zu siebt. Und sind dann nach Nassau geflogen, wieder mega geil, Propellerflug. Und irgendwann war es dann so, dass dieser Mann, mit dem wir uns unterhalten haben, der ist irgendwie kollabiert und ist von seinem Stuhl gefallen. Der war halt auch ziemlich dick. Und der ist dann auch mit dem Auge auf so eine Kante gefallen, hatte eine Platzwunde. Und also ich hätte es gar nicht mitbekommen, aber meine Bekannte, die hat es dann mitbekommen und noch so ein anderer Gast, die haben sich dann um den gekümmert. Ich bin dann auch hinter und so und man konnte sich halt kaum bewegen. Da gibt es auch keine Stewardessen oder Leute, die durchs Flugzeug laufen, sondern du sitzt am Platz und vorne die Piloten haben das gar nicht mitbekommen. Die hatten den Vorhang zu und der war halt nicht bei Bewusstsein und dann hat er sich auch übergeben und eben diese Platzwunde und so. Und hat er auch mega geschwitzt, aber der war so, man konnte den gar nicht drehen, weil er viel zu dick war für dieses Flugzeug. Und es war dann schon sehr unangenehm. Wir haben dann Bescheid gesagt denen vorne und wir sind dann in Nassau gelandet. Und die haben wohl den Krankenwagen gerufen, aber es kam keiner. Und es war dann schon ein bisschen so, der lag halt auf dem Boden, kam keine Hilfe. Und das war dann bestimmt schon eine halbe Stunde oder so. Und dann sind wir alle so, ja, aussteigen. Dann sind wir alle so über den drüber gestiegen und rausgegangen. Und die haben den einfach da irgendwie liegen lassen. Und wir haben dann halt ein bisschen, ja, die Deutschen gespielt, bisschen Stress gemacht in der Halle, so, ey, es kann nicht sein, vielleicht, weiß ich nicht, hat er einen Herzinfarkt, verreckt und einfach keiner hilft denen, ist glaube ich scheißegal halt. Wir waren dann ziemlich genervt, sind dann da raus und dann hatten wir auch keinen Bock, weil hier ist ja alles so schweineteuer, irgendwie eine 10 Minuten Taxifahrt kostet halt irgendwie $40 oder so und alles ist halt immer so teuer und wir waren dann genervt und dann haben wir gesagt, so, ey, nee, wir gehen jetzt hier zum Public Bus, wir wollen mit dem normalen Bus fahren und nicht hier Taxi. Und dann haben die schon so, ja, hier fahren keine sonntags was, hier fahren keine Busse sonntags und so weiter. Weil das System ist ja auch witzig, das ist nicht vom Staat, die Busse, sondern jeder Busfahrer besitzt den Bus selber und der fährt halt, wann er Bock hat. Und deswegen, es gibt auch keine Zeiten, wann die fahren, sondern man geht an die Bushaltestelle oder man läuft in der Straße und dann winkt man dem und dann hält er an. Und das ist eigentlich cool, außer man möchte zu irgendeiner Zeit irgendwo sein oder, man weiß halt nicht, wann der kommt. Jetzt ist zum Beispiel auf den Bus, den wir warten hier schon eine halbe Stunde. Oh, mal gucken. So, jetzt ist der Bus gekommen. Dann kam tatsächlich doch ein Bus. Auch sonntags. Und das ist jetzt unser Ding geworden, mit dem Bus zu fahren. Und da, wo wir wohnen jetzt diesmal woanders als beim ersten Mal in Nassau, ein bisschen weiter außerhalb. Hier gibt es jetzt halt tatsächlich auch einheimisches Leben. Und wir waren gestern in so einer Bar, nochmal ein Bier trinken. Und da war dann so ein einheimisches Konzert. Nach knapp 3 Wochen haben wir die Bahamas wieder verlassen. Meine Freundin ist nach Deutschland geflogen. Und ich habe mich auf den Weg nach Chile gemacht. Thank you.
Jetzt bin ich in Atlanta angekommen und wie man es von den USA erwartet, ist hier alles ein bisschen größer. Ich habe hier 4,5 Stunden Aufenthalt und mein Gepäck ist schon durchgecheckt. Das heißt, ich kann mich hier im Transit aufhalten. Währenddessen kann ich mal wieder über die Covid-Restriktionen sprechen. Von Long Island nach Nassau zu kommen, musste ich wieder einen Antigentest machen. $37. Das sind die, die bei uns umsonst sind. Für die USA brauchst du auch einen Antigentest, der darf aber nicht älter als einen Tag sein. Für Chile brauche ich aber einen PCR-Test. In den Bahamas haben sie mir das nicht garantieren können, wenn ich den einen Tag vorher mache, den PCR-Test, dass er dann fertig ist. Und deswegen habe ich 2 Tage vorher jetzt einen PCR-Test gemacht. Kostet auf den Bahamas $140. Und nochmal dann einen Tag später einen Antigentest für $30. Für Chile musste man so einen Mobilitätspass ausfüllen. Der dauert bis zu einem Monat, bis der genehmigt ist. Bei mir ging es, glaube ich, so nach 2 Wochen oder so war der genehmigt. Da muss man die ganzen Impfungen hochladen und was weiß ich für 1000 Angaben machen. Und dann 48 Stunden vorher muss man eben den PCR-Test hochladen. Und wenn ich jetzt ankomme in Chile, habe ich mir schon sagen lassen, machen die gleich wieder einen PCR-Test. Also ich habe jetzt bis Chile ungefähr 300 Euro nur für Tests ausgegeben. Ja, jetzt sitze ich hier noch ein bisschen rum und dann fliege ich nach Chile. Ist ein Übernachtflug, sind irgendwie 10 Stunden oder knapp 10 Stunden. Dann bin ich mal gespannt, was mich dort erwartet. Wir sitzen schon fast eine Stunde im Flugzeug, sind aber immer noch in Atlanta. Und zwar waren wir schon gepusht worden und dann haben die Checks gemacht und so und haben dann gesehen, dass es irgendein Problem mit einer Engine gibt, also mit einem Triebwerk. So können sie natürlich nicht fliegen und dann mussten wir noch ein bisschen warten und dann sind wir zurück ans Gate gerollt und jetzt ist es gecheckt worden und es hat irgendwas mit der Zündung zu tun und deswegen wird jetzt geguckt, ob das Ersatzteil da ist. Wenn ja, dann können sie das innerhalb von einer Stunde fixen. Wenn nicht, müssen wir das Flugzeug wechseln. So lange warten wir hier. Los pasajeros, como dice el comandante, ya el problema ha sido resuelto, así que vamos a salir en algunos momentos, por favor. Comience ya a sentarse, a guardar el equipaje que ha sacado para uso. Ya estamos prontos para partir una vez más. Gracias. Ihr habt es gehört, die des Spanischen mächtig sind. Es ist repariert worden. Geht bald los. So, ziemlich genau 24 Stunden nachdem ich den Airport in Nassau betreten habe, hat mich der in Chile wieder ausgespuckt. Hier ist es wirklich mit Abstand die stressigste Grenze gewesen. Oder Einreise. Ich habe jetzt hier auch ein halbes Taschenbuch. 2,5 Stunden hat es gedauert. Erst steht man ewig in der Schlange, dann werden die Papiere kontrolliert, die man alle schon digital eingegeben hat. Dann kriegt man eine Scheckkarte. Dann geht man zum nächsten Punkt. Da muss man dann was in Automaten eingeben. Da kriegt man einen Ausdruck. Dann geht man zu einem nächsten Punkt. Da kriegt man dann die PCR-Testkabine zugewiesen. Dann wird man PCR getestet. Dann geht man zur Passkontrolle. Bei der Passkontrolle
hat sie gesagt, ich brauche ein Rückflugticket, sonst kann sie mich nicht einreisen lassen. Dann bist du, ja, aber ich bin mit dem Motorrad da, ich reise nicht mehr aus hier. Ja, sie weiß, aber das geht eigentlich nicht. Dann hat sie so rumüberlegt und dann hat sie so, zeig mir mal deine Kreditkarten. Dann habe ich ihr meine Kreditkarten gezeigt und hat sie gesagt, ah ja gut, Stempel drauf. Und dann muss man noch so ein Einreiseformular ausfüllen. Dann geht man den Koffer abholen. Dann gibt man das Einreiseformular wieder ab und der Koffer wird gescannt. Und jetzt bin ich hier draußen und versuche, hier so einen Bus zu nehmen. Zur Metrostation. Ja, ich bin sehr, sehr müde. Es war sehr anstrengend, aber ich bin drin in Chile. Ich sitze jetzt hier vor meinem Hostel. Es ist keiner da, weil der Flug kam um 7 an, das habe ich dem gesagt gehabt und er hat gedacht, ich bin um 7 hier oder so. Ja, ich war um 13:30 hier. Aber hat irgendein Kumpel Bescheid gesagt, der ist noch mit seinem Sohn beim Arzt, der macht mir dann irgendwann auf. Ich bin ziemlich fertig, aber ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Kann ich klagen, juckt mich jetzt auch nicht so, hier zu sitzen. Während ich hier warte, kann ich auch erzählen, mein Hostel hier heißt Casamatte. Das ist irgendwie ein ganz bekanntes Motorrad oder das bekannteste Motorrad-Hostel in Chile. Und ich habe schon, als ich Banke Biker in der Schweiz gemacht habe, auf meiner ersten Reise, da haben mir schon welche erzählt, wenn ich hier bin, muss ich hier unbedingt absteigen. Und Explorer and Bike, die sind jetzt auch gerade in Chile, die waren auch hier. Und ich glaube, im Moment ist es ziemlich ruhig, wegen Corona natürlich alles wie immer nur halb so besetzt. Aber ja, das Ding hier ist eine Berühmtheit. Es dauert jetzt noch ungefähr 10 bis 12 Tage, bis mein Motorrad ankommt. Und es kommt auch nicht in Santiago an, sondern an der Küste, mit dem Schiff natürlich. So lange bin ich jetzt erst noch mal hier, gewöhne mich ein bisschen ein. In meinem Hostel ist auch noch ein anderer Gast, auch aus Deutschland, aber der ist schon seit 8 Jahren auf Reise, auch Motorradfahrer. Und der kommt jetzt gerade aus Kathmandu, hat sein Motorrad fliegen lassen und dabei ist die Hälfte des Gepäcks verloren gegangen. Also er hat sein Motorrad hier, aber die Suspension nicht. Dann kann er sie nicht zusammenbauen. Also er hat sie ins allerkleinste Teile auseinandergebaut. Ja, ist sehr ärgerlich und die wissen nicht, wo es ist und so. Ist ganz toll. Frank heißt er. Ich verlinke mal das Instagram von ihm. Da könnt ihr mal reingucken, wenn ihr wollt. Hat viel erlebt. Und ja, hier in Santiago schließt sich auch wieder ein anderer Kreis zu meiner ersten Motorradreise. Ich war ja in Marokko im Lockdown 3 Monate. Und in dem gleichen Haus war auch noch eine Chilenin im Lockdown. Und die wohnt hier in Santiago. Und die hat mir schon einige Tipps gegeben, ein paar Sachen gesagt. Und jetzt bin ich gerade auf dem Weg dahin, wo sie arbeitet. Und da treffen wir uns. Und ich sag mal Hallo. Hola, mi nombre es Jire. Conocí a Patrick en Marruecos hace más de un año y acá en Chile nos estamos volviendo a encontrar de nuevo. Also, das war's. Ich bin in Chile. Schon mal, das ist schon mal gut gegangen. Bedanke mich bei Sören, Fred und Peter für die Spenden. Vielen Dank. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal dabei seid, wenn es das große Wiedersehen zwischen Lucy und mir gibt. Tschüss.